Okay, also nochmal von vorne hier. Ich mache jetzt einen, einen Trend nach, den ich beobachtet habe im Netz, wie gesagt. Auf YouTube gibt es ja immer diese Unboxing-Videos. Also da geht es auch irgendwie relativ, relativ wenig eigentlich darum, sage ich jetzt mal, um das Eigentliche, was drin ist, sondern nur um das Auspacken. Das heißt, da wird kein Gerät getestet oder vorgestellt, sondern die Leute packen es einfach aus und zeigen, was in dem Karton ist. Eigentlich dämlich. Aber ich würde mal sagen, da sicherlich auch hier unter meinen Hörern auch Schallplattenverrückte Freaks sind, könnte ich davon ausgehen, dass das, was hier drin ist, den einen oder anderen vielleicht auch wirklich interessieren könnte. Insofern, ich habe wieder ein Paket bekommen, ehrlich gesagt schon vor ein paar Tagen. Steht schon seitdem hier wieder rum. Und zwar habe ich wieder mein schwer verdientes Geld in Platten investiert. Ja, man sieht auf dem Karton auch, jetzt auf dem Kopf stehend, wo ich das Geld liegen gelassen habe. Muss ich ehrlich sagen, habe ein bisschen inzwischen Gefallen gefunden am Online-Plattenshopping, weil die Platten, die ich kaufe, die finde ich hier auf lokalen Plattenbörsen oder Flohmärkten praktisch nicht. Das ist einfach Material, wo da kaum zu finden ist und vor allem halt nicht zu den Preisen. Ich bin ja einer, der dann eigentlich immer den Schrott kauft, den andere liegen lassen, weil vom Zustand her, ja, bin ich nicht der MINT-Sammler, sondern eher derjenige, wo sagt, ey, die läuft noch, also ist es gut. Also habe ich bei recordsale.de, die mir übrigens dafür nichts zahlen und auch keinen Gutschein zukommen lassen haben bisher, mal wieder eingekauft und für wirklich gute 100 Euro Platten bestellt. Man muss aber natürlich sagen, ich kriege hier auch für 100 Euro, habe ich es auch hier geschafft, wirklich einen Karton voll zu bekommen. Warum der eigentlich so groß ist, ist eine gute Frage. Ah ja, gut, da müsste eigentlich auch ein Album irgendwo dabei sein. Ja gut, hier normalerweise bekommt man hier diese kleinen Boxen. Da sind die Singles drin. Hier ist noch einer. Und ich habe nämlich diesmal ausnahmsweise auch ein Album mitbestellt. Ich muss das jetzt mit einer Hand hier rauskriegen. Ja, sehr schön. Dann stellen wir mal den Karton auf die Seite. Fangen wir einfach damit an. Kommt in einer schönen Klarsichthülle sogar. Und war aus dem gar nicht teuer. Jawohl. Rockabilly Stars Volume 2. Und genau deshalb habe ich den Sampler gekauft, weil ich musste feststellen, ich habe absolut nichts von den Collins Kids. Und das sind auch Platten, die man nicht für einen Euro oder zwei bekommt. Insofern habe ich diesen Sampler gekauft, weil hier zumindest, 1, 2, 3, na gut, 3 Songs drauf sind von ihnen, okay? Und dafür aber auch noch ein paar ganz andere guten Sachen. Also insofern, sehen wir ja hier die Interpreten, gehen wir mal ein bisschen ran. Ja, Carl Perkins auch dabei, Laurie Collins alleine auch, Larry Collins alleine, also es sind schon mehr. Ah, und hier sogar Joe Mathis und Larry Collins, also es ist schon der Großteil, was hier drauf ist, sind schon die Collins Kids. Und dann natürlich auch noch ein paar andere Bekannten. Ja, Entschuldigung, das ist meine Uhr. Es ist 21 Uhr beim nächsten Ton. Johnny Cash, okay, ist auch dabei. Carl Perkins, Bob Blueman. Ah ja, Bob Blueman mit Big River. Billy Lee Riley, Link Ray. Ja, schön. Cooler Sampler. Werde ich sicherlich in meiner nächsten Ausgabe des Rock'n'Roll Flashback etwas davon spielen. Übrigens am nächsten, also morgen in einer Woche. Am 15. März ist die nächste Sendung. Wir machen weiter mit unserem Unboxing. So. Ich habe gedacht, ich mache das als Live-Video, weil dann bekommen es auch die Leute irgendwie ein bisschen mit,
normalerweise, ich hoffe, dass, ja, Facebook hat ja irgendwas geändert in letzter Zeit. Das heißt, ich merke es auch, dass teilweise die Interaktionen ein bisschen nachgelassen haben, weil vermutlich viele von euch gar nicht mehr angezeigt bekommen, wenn ich einen Post mache auf meiner Seite. Das heißt, in diesem Fall, wer nichts verpassen möchte beim Rock'n'Roll Flashback, der sollte ganz einfach, ich zeige es euch mal schnell hier, nicht bloß einfach auf Abonnieren, sondern am besten hier, oh ja, natürlich auch als erstes anzeigen. Das ist natürlich das Wichtigste, ja. Aber halt auf jeden Fall, ja, Benachrichtigungen ein, das ist wichtig. Ja. Also hier könnt ihr von mir aus die Standardeinstellung lassen, außer ihr möchtet unbedingt das ganz oben immer haben. Aber Benachrichtigung für Beiträge auf ein, weil dann bekommt ihr sicherlich auch mit, wenn ich hier auf meiner Seite etwas Neues poste. So, und ich verkünstle mich weiterhin, versuche hier mit einer Hand, ich habe kein Stativ, gehst du auf. Übrigens sehr tolle ja, Kartons hier zum Singles verschicken. Ich werde es doch noch schaffen, oder? Ja, endlich. So. Und dann kommen wir nämlich an den Inhalt. Den wir mal einfach hier zur Seite legen. Ja, genau, so wollte ich es jetzt eigentlich nicht. Okay, und dann gehen wir mal durch, was wir hier haben. Viele von den Platten habe ich auch wirklich blind gekauft oder habe nur mal kurz bei YouTube reingehört. Und ja, hier haben wir eine frühe Single von Donny Albert. Ja, das dürfte dann so ein bisschen in die Soul-Richtung gehen. Genauso wie hier Arthur Conley, mag ich sehr gern. Funky Street war, glaube ich, auch schon mehr oder weniger ein Hit. Dann natürlich Sachen, die, ja gut, die hatte ich schon, aber hier als Doppel-A-Seite My Mighty GTO und Little Old Lady from Pasadena von Jan und Dean hat, glaube ich, einen Euro oder so gekostet. Das ist immer was für die Jukebox, weil wenn man dann zwei A-Seiten hat, hoppla, so soll das Ding auch im Bild behalten. Dann, was haben wir hier? Earl Knight und George Kelly. Let It Roll. Oh, ehrlich gesagt, komme ich jetzt gar nicht mehr drauf, was das war. Da war es wahrscheinlich ein Blindkauf, oder ich habe reingehört. Dann haben wir hier die Arondi 69 und All My Love. Wenn ich mich nicht irre, war das ein Instrumental, ein ganz cooles. Auf dem Astra-Label, ja, gleichnamig wie das Bier. Und ja, wir wissen es ja, ich bin doch der Doo-Wop-Fan, der Große. Deshalb natürlich wieder was von den Crests auf dem Coed-Label. Six Nights a Week, schöne Doo-Wop-Ballade. Und oh ja, hier habe ich auch was Tolles gefunden. Benny Barnes, mag ich auch recht gern. Habe ich bisher aber auch nicht viel gefunden. Go on, go on. Und auf der anderen Seite Yearning. Auch ganz cool. Und von Benny Barnes gehen wir weiter zum Jimmy Barnes. Okay, interessant. Da bin ich jetzt gar nicht sicher, was das eigentlich ist. No Regrets. Keep Your Love Handy. Geschrieben von Billy Dawn und Otis Blackwell. Okay, und hier ist auch die A-Seite. Otis Blackwell. Oh, ich komme jetzt gar nicht mehr drauf, was das für ein Song ist. Dann haben wir hier First Name Initial. Ah ja, Annette with the Afterbeats. Das ist Annette Funicello aus dem, glaube ich, hier Disney Club oder Mickey Mouse Club. Und das müsste ein Hit von ihr gewesen sein. Und diese Platte gehörte mal der Marianne oder auch Marianne. Dann ein bisschen ja, Novelty Records. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Buchanan und Goodman. The Flying Saucer, ja, diese ein bisschen Alien-Parodien mit kurzen Schnipseln aus bekannten Hits aus der Zeit. Dann hier auch was ganz Tolles.
Zwar wahrscheinlich in ziemlich rattigem Zustand. Ach ja, geht. Ja. Sieht schon ein bisschen abgerockt aus. Aber nichtsdestotrotz. Billy Miles, The Joker. Sehr geiler Song. Lloyd Price. Ja. Where Were You on Our Wedding Day? Einer seiner bekannteren Titel. Auch sehr schön. Und dann Joey Gills, I'm Like a Dog Without a Bone. Sicherlich einer der Songs, ich mal beim Blackie gehört habe, weil irgendwie habe ich die Platte gesehen und irgendwas hat sich bei mir daran erinnert oder irgendwas hat geklingelt. Und dann dachte ich, oh, cool, okay. Dann haben wir hier was ziemlich, wow, da ist das Label praktisch nicht mehr vorhanden. Was ist denn das? Now You Know. Und The Closer You Are. Whirling Disc, die Channels. Das sollte auch wieder ein schöner Doo-Wop sein. Dann, oh ja, Patti LaBelle and the Bluebells. Sehr schön. I sold my heart to the Junkman. Das soll man doch nicht machen. Und den Itty Bitty Twist. Auch zwei schöne Nummern. Dann, das sieht wieder nach Instrumental aus. Der Steel Guitar Rack von den Dynatones. Auf der anderen Seite, The Girl I'm Searching For. Ja, da sucht man manchmal lange. Dann Don Gardner und Dee Dee Ford. Ja, da habe ich schon ein paar Sachen auf dem Fire Label. Haben mir ganz gut gefallen, darum habe ich nochmal geschaut. Don't You Worry. Und auf der anderen Seite I'm Coming Home to Stay. Dann eine Repro auf dem Collectible Label in schönem Rot. Okay. Herb Johnson and the Cruisers Guilty. Und Have You Heard. Auch sehr schön. Dann Seven Lonely Days und If You Take My Heart Away, Georgia Gibbs. Auch sehr schön. Dann haben wir eine Scheibe auf dem Federal Label. Okay, die habe ich für nächstes Jahr für Ende des Jahres gekauft. Nämlich, das ist eine Weihnachtsplatte. Christmas Tears und I Hear Jingle Bells. Ja, ich muss ja schließlich irgendwann wieder eine Weihnachtssendung produzieren und natürlich auch für meine Jukebox ein paar Weihnachtsplatten. Ja. Dann, ich liebe immer dieses Label-Design, ganz ehrlich hier. Ace Records. Sieht einfach immer cool aus, diese Platte, die hat. Die gehörte Babe. Wow. Babe, wherever you are. A Part of Me und A Letter to an Angel von Jimmy Glanton. Ja, von ihm habe ich auch einige Scheiben. Insofern was haben wir noch hier Schönes? Oh, natürlich kann man auch immer kaufen. Die Crystals, He's a Rebel. Habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht so als Single. I Love You, Eddie. Ich habe es, glaube ich, als Repro. Das sieht nach einer Originalen aus. Dann, dann haben wir hier Larry Hall, Sandy und Lovin' Tree auf dem Strand-Label. Ja, auch was eher Unbekanntes. Dann, tja, Wanda Jackson, In the Middle of a Heartache. I'd Be Ashamed. Kann man auch haben. Und hier auf dem, was ist denn das für ein Label? Briar International. Rusty Adams und Kathy Dean. Ja, ist das eine EP? Jetzt bin ich gar nicht sicher. Irgendwie komme ich gerade als. Okay, hier. Rusty Adams, Angels from the Opry. Wow, da muss ich jetzt gerade echt überlegen. Das Problem ist immer, ich sammle diese Platten manchmal, also im Warenkorb, über eine längere Zeit und dann weiß ich schon gar nicht mehr, was ich hier bestellt habe. Dateline, Disaster, Alabama,
I fall to pieces, lonesome 77203. Aha, das ist eigentlich ein bisschen komisch, weil sind das alles Titel? Bin ich jetzt gar nicht so ganz sicher, was das. Oh, halt, ja, das war so ein Parodieding. Da kommen verschiedene Sachen, werden da angespielt. Und da wird dann eine Geschichte dazu erzählt. Das ist wieder so ein Novelty, so eine Novelty-Scheibe, die ich dann einfach nur so als Gag gekauft habe. Jawohl. Dann machen wir weiter. Auf dem Cabot-Label haben wir die Daddy-O's. Die sieht aber auch mal ganz schön fies aus. Wow. Da ist einiges an Arbeit erstmal fällig, bis die alle gewaschen sind. Got a match? Fragt er. Und hier, have a cigar. Aha, produced by Billy Moore. Und die erste in dem Stapel. Sieht übrigens auch wieder aus wie eine typische Platte aus einer Radiostation. Da hat man sehr gern diese grünen Hüllen gehabt. Und auch die Beschriftung. Bobby Helms, Living in the Shadow of the Past. Und Jacqueline. Das war der Teil 1. Könnt ihr jetzt eine Pause machen an dem Video, damit Teil 2 weitermachen, aber ob das was bringt? Ich habe so das Gefühl, dass nicht viele Leute zuschauen irgendwie. Ja gut, das Video wird natürlich auch nachher noch einfach online stehen gelassen. Das hat sich gerade wieder einer ausgeklinkt, oder? Wer schaut denn eigentlich überhaupt dazu? Ich bekomme kein Feedback, keine Kommentare hier rein. Das ist ja fast ein bisschen schade. Und ja komm, wir machen da jetzt keine zwei Teile draus. Wir machen einfach hier. Unboxing Part 2. Jetzt muss ich natürlich das wieder hinkriegen, das mit einer Hand hier. Ja, das hat funktioniert. Aber hier wird es immer schwierig. Na. Übrigens hat sich da eine Platte, okay, hat sich da an der Hülle noch verklebt, sehe ich jetzt gerade erst. Hier haben wir noch eine von Bobby Helms, Got a Heartsick Feeling und sein großer Hit, Fräulein, jawohl. So, wir machen weiter mit unserem Stapel hier. David Jones. Auf dem Colpix-Label Take Me to Paradise, Not for Sale. Ja, eine Promo-Platte. Dream Girl. Das Kreuzchen ist auf This Side. Okay. Scheint also auch eine Radioplatte zu sein. Dann hier was Schönes auf dem King-Label. Ja, das Hank Shaw Hawkins, Rattlesnaking Daddy. Das hat mich sehr gefreut, dass ich die gefunden habe. Und I Hate Myself. Ja, auch in natürlich eher fragwürdigem Zustand, aber sei es drum. Dann hier, ja, das war eine EP. Red Foley's Golden Favorites. Das ist so eine EP, die auf 33 Umdrehungen läuft. Da haben wir den Sugarfoot Rag, Birmingham Bounce und Plantation Boogie. Oh ja, der Plantation Boogie ist, glaube ich, ganz cool. Und der Salty Dog Rag, Chattanooga Shoeshine Bounce. Oh, die sind, glaube ich, alle ganz gut. Das, ja, genau, die habe ich mal gedacht, die gönne ich mir. Dann tatsächlich mal was Schönes. Eine schöne Deka
US-Pressung von Bill Haleys Skinny Mini und Sway With Me. Die hatte ich nämlich bisher noch nicht. Und tatsächlich, und das in meiner Preisregion, aber natürlich, ja gut, der Zustand ist auch entsprechend, eine Bill Haley Single auf dem Essex-Label noch. An dem Loch hat ein bisschen jemand rumgeknabbert, wie es ausschaut. Petal Cake und Fractured. Ja, da war noch eine zweite im Warenkorb, aber irgendwie gab es da wohl leider einen Datenfehler. Das heißt, die war dann doch nicht lieferbar. Nochmal Bill Haley, kann man nie genug haben. Choo 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 Boogie, Don't Knock the Rock. Und das auch als auf dem Decca-Label. Und noch eine. Mary Lou, Mary Lou und It's a Sin. Und weiter geht's mit der Wanda Jackson. War ja vorher schon was gesehen. You've Turned to a Stranger. Und Saving My Love. Sehr, sehr gut. Dann, sowas freut mich auch immer, Johnny Horton. Und zwar Sing the Bismarck. Oh ja. Eine französische Pressung, wie mir scheint. Ja. Auf der Rückseite ist Joe's been a getting here. Ja, getting there. Okay. Und ja, die hier, die hatte ich zwar schon mal, ist mir aber irgendwie abhanden gekommen. Ja. North to Alaska, ganz klar. Pflichtnummer. Johnny Horton. Und der Battle of New Orleans natürlich auf der Rückseite. Yo. Und, oh ja, das ist auch was. Mal gucken, wie schön. Ha, naja, so toll sieht die auch nicht aus. Und zwar die Hollies mit einem meiner liebsten Songs. Listen to Me. Habe ich die Platte. Die habe ich schon seit ich vermutlich laufen kann, weil das, die habe ich mit meinem ersten Plattenspieler bekommen. Und da war ich irgendwie vielleicht 3 oder 4 Jahre. Das ist kein Witz. Das ist nachweislich, ja. Da war ich eher 2 oder 3 Jahre. Das war noch ein Biberach. Ja, gut. Also da war ich sicherlich eher in dem Alter. Da habe ich tatsächlich schon von meiner Mutter einen alten Plattenspieler bekommen und den habe ich tatsächlich nicht kaputt gemacht, sondern ich habe es geschafft, das Ding irgendwie zu bedienen. Und da habe ich einen Stapel Singles von Zeit zu Zeit immer wieder bekommen und da war die dabei und die habe ich heute noch. Allerdings ist die B-Seite sehr zerkratzt, eine interessante Coverversion von Dylan's Blowing in the Wind. Und darum habe ich mir die nochmal bestellt, damit ich die in besseren Zustand habe. Dann The Jive 5, ja, auf dem Beltone-Label. What time is it? Wir haben inzwischen 20 nach 9. Und Begging You Please. Dann, ich weiß aber nicht, was hier die B- und die A-Seite ist. It's All Over Now, Kathy and Joe. Und I See You. Ich hoffe, ihr seht auch mich noch hier bei dem Stream. Dann, oh ja, Johnny Nash, das ist ja eher so der Vertreter der Reggae-Fraktion, aber ich fand die Platte interessant, denn das ist eine Coverversion von Sam Cooke's Cupid. Also auch nicht schlecht, Hold Me Tight auf der anderen Seite. Wow, und hier haben wir ein ziemlich verfaultes Label auf Gale Records. Oh, wow, da ist ja... Was ist denn da überhaupt noch zu lesen? Also es ist auf jeden Fall Eddie Banks. I Didn't Know auf der Seite. Auf der anderen Seite. What's the Use? Naja, okay. Da bin ich mal gespannt. Also ich habe ohne Witz habe ich echt... ich erinnere mich an die meisten gar nicht mehr, dass ich die bewusst gekauft habe. Oh, war ich irgendwie vielleicht betrunken oder? Ich weiß es nicht. Nee, Quatsch. Ich trinke ja keinen Alkohol. Fast nicht. Claudine Clark.
sagt mir in dem Moment jetzt auch nicht disappointed. Ich hoffe, ich bin nicht disappointed, wenn ich die Platte höre. Und Party Lights. Ja. Dann auf dem Fame-Label Jimmy Hughes, Steal Away und Lollipops, Lace and Lipstick. Hört sich nach einem nicht wirklich tiefgründigen Text an, aber oh ja, und die habe ich jetzt sogar zweimal gekauft. North to Alaska, Johnny Horton. Hier die Originalpressung mit der B-Seite The Mansion You Stole. Und das, was wir vorher gesehen haben, das war so eine Double-A-Seite mit Battle of New Orleans auf der anderen Seite. Das ist wieder für die Jukebox, nämlich dann eine Platte natürlich. Gell? Und hier, ich habe jetzt schon gerade gelesen, Old Shit Records. Nein, es sind Old Hit Records. The Way You Look Tonight, The Jaguars. Ah, sehr schön. Und Baby, Baby, Baby auf der anderen Seite. Dann, hier haben wir einen, den kennen wir auf jeden Fall. Buddy Knox, ja. Lieutenant, wieso steht da eigentlich, gibt's da einen Hintergrund, weiß das jemand? Da steht tatsächlich Lieutenant Buddy Knox, steht auf der Platte drauf. Rock your little baby to sleep. Und don't make me cry. Dann, ja, sowas kann man für kleines Geld auch immer kaufen. Eine Bill Haley EP. Burn That Candle, Rocker Beat and Boogie, Razzle Dazzle und Two Hound Dogs. Ich glaube, Two Hound Dogs habe ich auf keiner anderen Platte. Die anderen Titel natürlich schon. Das heißt, vielleicht ist das auch wieder was für die Jukebox. Dann hat man natürlich immer in einem Platz statt zwei Titel gleich vier. Dann Baker Knight mit Dum Dum Diggly Dum. Den Titel kann man sich merken. Auf der anderen Seite Anytime at All. Okay. Dann hier auf dem RCA Victor Label The Magnets mit Don't Tarry, Little Mary. Gepaart mit When the School Bell Rings. Mhm. Auf dem Ace Label hier was mit diesmal anderem Cover. Jimmy Clanton. Das ist die B-Seite. Fangen wir hier an. Wait. Und Come Back auf der anderen Seite. Dann, oh ja, die Version wollte ich auch schon länger haben. Und die ist relativ teuer eigentlich. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich muss mal schauen. Also viele dieser Platten, die ich diesmal gekauft habe, sind wirklich in Fair und sogar teilweise in Poor Condition. Also wirklich das schlechteste Grading. Also das heißt dann so viel wie, ja, man erkennt noch, dass es eine Schallplatte mal war. Und ich habe aber ziemlich viele in diesmal wirklich in Fair und Pur gekauft. Die hier ist also auch ziemlich rau vom Zustand her. Aber die McCoys mit ihrer Version von Fever, die ist nämlich echt cool. Die wollte ich auch schon mal länger haben. So schlimm sieht sie eigentlich gar nicht aus. Dann haben wir hier, oh ja, was Neueres. Die habe ich aber einfach gedacht, die kaufe ich mal, weil Waylon und Jesse. Der Waylon, das ist der Waylon Jennings, der hier eine Version von Suspicious Minds aufgenommen hat. Dachte ich, wow, kann man vielleicht auch mal mit einem bei einem Elvis Special vielleicht mal spielen. Und hier sowas, was ich auch immer mag. Und auch der DJ Blackie spielt immer wieder mal solche, sagen wir mal, unbekannten Hit-EPs, wo dann sozusagen vier oder manchmal auch sechs Titel drauf sind von Künstlern, die eigentlich kein Schwein kennt. Halt Coverversion sozusagen. Hier haben wir zum Beispiel auch Mr. Lee von den Toppers, statt von den Bobettes, war es glaube ich im Original. Und Honeycomb und von Tab Corner and the Toppers. Auf der anderen Seite haben wir Just Between You and Me von den Toppers und Chances Are Jerry Case and the Toppers. Okay. Das ist, ein ganz schöner Stapel Platten wieder. Die ich natürlich erst alle waschen muss und
Da steht also noch viel Arbeit bevor, weil ich zeige euch mal die Kiste der restlichen Platten, die ich sozusagen über den Winter gekauft habe und noch nicht gewaschen habe. Da haben wir den ganzen Verpackungsmüll erstmal. Das hier möchte auch noch alles sortiert werden. Das habe ich auch noch nicht mal angefangen. So, haben wir noch ein bisschen Platz hier. Packen die Platten hier mit rein. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einhändig gerade irgendwie hin. Ui, das sieht ein bisschen wirr aus. Moment, mach mal das Licht an. So, das wartet nämlich noch auf mich. Das sind alles noch Platten auf der Warteliste. Die müssen also alle noch katalogisiert werden und gewaschen werden. Das heißt, ja, da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Da hinten übrigens in meiner Küche meine Plattenwaschmaschine für die LPs und die EPs. Und ja, für Singles habe ich den richtigen Arm noch nicht, aber die Singles sind meistens so dreckig, da nehme ich meistens mein Ultraschallbad. Das eignet sich hier besser. Jawohl. Okay, das war's eigentlich mit den Platten hier und auch mit dem kleinen Livestream. Ich zeige euch übrigens noch, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund gehört hat. Ich hoffe, es gibt gleich keinen Copyright-Treffer bei Facebook. Was ihr im Hintergrund gehört habt, war dieses Album, Basie's Beatleback, finde ich voll witzig. Und zwar Count Basie spielt Beatles. Sehr interessant. Die ganzen großen Hits der Fab Four im, ja, im Big Band Sound. Das ist eine echt coole Scheibe, muss ich sagen. Gefällt mir. Und insofern habe ich gedacht, wenn ich die laufen lasse, ein bisschen im Hintergrund, weiß nicht, ob man es überhaupt hört, dann dürfte ich zumindest nicht gleich copyright-mäßig geschlachtet werden, weil, ja, das erkennt, also manche der Songs erkennt man wirklich gar nicht, gell? Also das ist schon sehr krass anders. Okay, in diesem Sinne, ich verabschiede mich und am Donnerstag, den 15. März, gibt es die nächste Ausgabe vom Rock'n'Roll Flashback. Und vielleicht habe ich da auch schon die eine oder andere von den Platten hier dabei. Wir werden sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ja, bis bald.